So, herzlich willkommen zurück zu meinem neuen Video. Ich bin der Wooster und wir spielen Path of Exile in der Herausforderungsliga Crucible 3.21 immer noch. Und wie ihr seht, ich habe jetzt schon andere Auren, andere Skills. Ich habe am Wochenende unseren Char endlich umgebaut. Und ja, den würde ich jetzt gerne euch präsentieren. Was habe ich geändert? Ich habe auch ein paar Anpassungen vorgenommen, sowohl natürlich im Skill Tree Items haben wir an, aber auch im Atlas Tree habe ich einiges umgebaut. Alles dann zu seiner Zeit. Ich würde als erstes mal sagen, wir schauen mal in den Charakter. Also hier, wir sind immer noch Level 93, ist jetzt nicht super hoch Level. 2-3 Level hätte ich schon noch gerne, gebe ich zu, aber ich bin jetzt nicht so, dass ich das erzwingen möchte. Und ja, ihr seht, wir haben nur eine, ist das der Main Skill? Nein, ist nicht der Main Skill hier. Wir haben nur eine kritische Trefferchance von 90%. Aus diesem Grund habe ich mir noch den Eisgolem dazu geholt. Ihr seht, dann kriegen wir nochmal 3% dazu. Ich habe aber das Problem, der Golem stirbt relativ oft. Und ich habe da schon eine Idee, dass ich da auf jeden Fall noch was umbauen möchte. Zum Bild an sich. Wir spielen ja jetzt hier mit der Artillerie-Balliste. Das ist im Prinzip die gleiche, das ähnliche Setup wie das Toxic Rain Setup. Wir haben hier unsere Totems. Die schießen. Den habe ich hier drin. Hier habe ich die Artillerie drin. Sechslink. Das ist das Totem, was quasi uns den Flächenschaden macht. Und als zweiten Skill unseren Blitzpfeil in der Wahlvariante. Also wir haben dann, wenn dann noch ein starker Gegner kommt bei Bossen oder wenn dann irgendwie auf der Map dann irgendwie größere Elite sind, dann können wir nochmal mit E nochmal eine besonders starke Attacke von diesem Blitzpfeil raushauen. Zu den Items. Wir haben ja schon gesehen, dass ich hier den Helm, den Köcher, Stiefel und so in der Kiste hatte. Und nachdem ich jetzt hier die Brustrüstung am Samstag endlich gesixlinkt habe, habe ich dann angefangen zu schauen, wie viel Kohle haben wir und was können wir uns leisten. Wir hatten ja einen Helm, Brustrüstung, Handschuhe, Schuhe und die zwei Ringe und den Köcher. Dazu habe ich dann als erstes geschaut einen Bogen, der im Budget ist. Der Bogen ist jetzt kein super, super High-End-Bogen. Es ist ein ganz solider, schon auch Endbild-Bogen, aber da geht deutlich noch mehr, theoretisch. Aber der hat, glaube ich, gekostet so um die 3-3,5 Divine. Schon gesixlinkt. Ich hatte schon den Eindruck, den hat nicht nur wer gecraftet, sondern den hat auch wer gespielt. Weil hier war schon ein fertiger Skill Tree. Und gibt es nochmal extra physischen Schaden. Wir wandeln physischen Schaden in Blitzschaden um. Das ist für uns gut. Auch hier Onslaught bekommen wir für 4 Sekunden erhöhte Attack Speed. Was ganz geil ist, deswegen habe ich auch das Artillerie-Totem hier in den Bogen reingegeben. Wenn die Totems sterben, und sie sterben ja nach 4 Sekunden, 8 Sekunden. Genau, nach 8 Sekunden sterben die und die machen dann 400% Damage, also von ihrem Lebenspool, was sie haben, ist einfach nochmal so AOE-Damage. Klar, wenn man da irgendwas Besseres hätte, einen anderen Bogen, man könnte dann auch schauen, es gibt ja die Möglichkeit, über die Liga-Mechanik dann mehrere, zwei Bäume miteinander zu verschmelzen, etc. Aber ich habe das jetzt einmal gelassen, den Bogen. Und hier der letzte Skill ist, dass die Projektile, die das Totem verschießt, schneller sind. Und wenn wir uns jetzt anschauen, schnellere Projektile, ist glaube ich das hier, nein,
das ist schnellere Projektile. Auf Stufe 1 sind 50% erhöhte Projektilgeschwindigkeit und 20% erhöhter Projektilschaden. Das hilft uns eigentlich ganz gut. Auf Level 10 ist es wahrscheinlich dann, keine Ahnung, 60 oder 65. Ich will mich da jetzt nicht aus dem Fenster lehnen, aber es ist ein bisschen mehr auf natürlich als Level 1. Auch der Projektilschaden ist dann etwas höher. Und wenn man sich das anschaut, vorher hatten wir den Poison bei ein paar hundert Damage, ich glaube 900 Damage oder so. Und jetzt sind wir bei 34 DPS nur im Hideout. Natürlich, wenn die ganzen Buffs laufen, wenn wir in Action sind, dann steigt natürlich auch der DPS-Wert nochmal. Und beim Blitzpfeil haben wir allein nur im Hideout eine DPS von 125k. Ist jetzt nicht mega, 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 aber es ist solide, würde ich sagen. Endgame-Bild, wir können viele Sachen sicher schon spielen. Auch die größeren Bosse sind jetzt nicht mehr so, ja, also sind nicht mega schwer, aber man muss auch schon ein bisschen kiten. Es dauert ein bisschen, bis sie down sind. Und nachdem wir quasi den Bogen hatten, war klar, dass ich hier unser Totem reinzockle. Ich gehe nachher dann, damit ich das mit den Timestamps besser managen kann, werde ich die Sockels und die Gems in einen eigenen Slot reinhauen. Erstmal zum Gear würde ich kurz aufs Gear eingehen. Die Rüstung haben wir ja schon gesehen. Nochmal, hier ist wichtig, Zauberschaden unterdrücken und dann nochmal Flat Damage auf unseren Skill. Genauso war mir hier wichtig, viel Flat Damage, also Feuer, Kälte, Blitz, weil die Artillerie-Bass-Balliste schießt mit Feuer. Genau, 100% des physischen Schadens werden in Feuer umgewandelt. Und hier hier ist der Blitzpfeil drin. Hier der Blitzpfeil, der wandelt 50% in Blitzschaden um und der Rest wird dann in Kälteschaden umgewandelt. Und so haben wir dann die drei Elemente und das hilft dann uns hier bei der Dreieinigkeit, aber das zeige ich dann gleich noch. Zu den Handschuhen. Ich möchte ja hier den Rausch oder wütend heißt es ja auf Deutsch verwenden. Da bin ich mir, das Wochenende ein bisschen gespielt, da bin ich mir noch nicht so sicher, ob ich das wirklich immer so lasse oder ob ich das nicht vielleicht mal ändere. Es ist ganz nice und auch vor großen Gegnern, vor Bossen, drücken wir auf T, kriegen wir dann hier nochmal einen extra Boost. Wenn wir uns bewegen, bauen wir mit der Zeit Stacks auf, Rausch-Stacks. Man sieht das rechts über dem Mana, der rote Balken füllt sich langsam und bis zu einem, warte mal, wenn ich das hier wegnehme, dann sieht man die Zahlen besser. Und ihr seht, man kann bis zu 50 Stacks aufbauen. Wenn wir hier angreifen, wenn wir hier Aktionen machen, baut sich einfach über diese Handschuhe permanent dieser Rausch auf. Und der generiert natürlich für uns Damage, Attack Speed und den wir dann natürlich direkt in Damage umrechnen. Und wenn wir jetzt hier den Stacks voll haben, ich glaube, man braucht immer 5er Schritte werden dann runtergerechnet. So, wir sind jetzt hier bei 15. Wenn ich hier auf T drücke, dann aktivieren wir hier den Rausch und bekommen dann nochmal einen extra Boost für Bosse. Ja, okay. Das zu den Handschuhen. Da kann man auf jeden Fall noch was anderes oder auch was anderes nehmen. Den Rausch weg oder den Rausch manuell triggern. Und das habe ich jetzt noch als Option mal drin. Auf jeden Fall ist da, ja, kann man sicher noch ändern. Die Boots sind ganz nice. Da wir jetzt, es gibt ja immer Maps, wo Brennen, Schocken oder unterkühlter Boden ist oder immer so Laken. Davon sind wir jetzt dann unbeeinträchtigt. Wenn wir uns bewegen, regenerieren wir Leben. Und mit Kombination mit den Handschuhen, wir regenerieren ja kein Leben, wenn wir hier normal rumstehen. Deswegen, ja, das ist auf jeden Fall, was man vielleicht noch umbauen könnte. Und nur wenn wir uns bewegen, haben wir einen Life-Rig.
Und dieser Live-Rack wird dann umgerechnet oder regeneriert dann pro Sekunde hier den Rausch. Ne? Das sind zu den Boots. Ja, für Geschick bekommen wir Leben, ist ganz nice. Bewegungsgeschwindigkeit ganz nice. Das Enchant, das Level, das Labyrinth-Enchant hatte ich ja die Woche schon davor drauf auf diesen Boots hatte ich das am Wochenende. Ich bin dann einen Run musste ich ja laufen, weil ich ja unsere Klasse geändert habe. Das möchte ich dann im Baum zeigen. Hier, wir sind ja jetzt nicht mehr Pathfinder, sondern wir sind jetzt Ranger. Von der SNC-Klasse, die haben wir gewechselt. Deswegen bin ich einmal Lab gelaufen. Und stimmt, da hatte ich dann Glück und konnte ich auf unsere Boots, sonst hätte ich dann vielleicht noch 2-3 Runs gemacht im Lab, konnte ich hier auch nochmal Attack Speed Erhöhung machen. Das heißt, immer wenn wir killen, stacken wir Attack Speed. Zum Köcher. Wichtig, dass wir Resis haben, weil wir haben fast keine Items, die uns irgendwie groß, außer die Ringe, die uns groß Resi bringen. Deswegen hier nochmal auf den Köcher viel Resi drauf. Und hier ist das Besondere, durch den Geschick, Stärke und Intelligenz bekommen wir nochmal Flat Damage auf unsere Spells drauf. Ne? Natürlich Geschick haben wir am meisten. Und deswegen auch kriegen wir da am meisten dann Kälteschaden, bisschen Feuerschaden, bisschen Blitzschaden, ist jetzt nicht so viel. Ich habe auch ein bisschen Probleme mit Int und Geschicklichkeit, ja, das ordentlich aufzubauen. Und deswegen hatte ich mir dann, der war recht teuer, ich glaube so um die 100 Chaos, ich weiß jetzt gar nicht mehr ganz genau, aber hatte ich mir einen Gürtel gekauft. Leider der defensive Modifikator, der da drauf ist, der bringt eigentlich gar nichts. Der ist zwar nett, dass der da oben ist, aber es gibt hier soweit ich das sehe, gar keinen defensiven Modifikator drauf. Da könnte man sicher auf jeden Fall, wahrscheinlich würde ich hier auf Attribute gehen. Hier beim Metamorph, der Attribut. Nee, ich glaube, das sind die Attributsplitter. Sind aber, glaube ich, immer recht teuer zu kaufen. Muss man dann schauen, ja, ob sich das auszahlt. Aber da könnte man auf jeden Fall nochmal Stärke stacken. Mir war wichtig, dass viel Stärke drauf ist. Und diese zwei Resis, die mir noch zu diesem Zeitpunkt am meisten gefehlt hatten, das war Kälte und Blitz, dass ich hier wenigstens über die 75 komme. Besser ist natürlich so über 100, 120 zu bekommen. Feuer sind wir nicht ganz rangekommen. Auch Blitz nicht ganz, dafür in Kälte. Ja, wenn man das dann so sieht, wenn man ein bisschen weniger Kälte, dafür mehr Feuer oder mehr Blitz drauf wäre. Ja, am Ende kann man nur die Sachen auch kaufen, wo man die Money dafür hat und was auch angeboten wird für einen irgendwie noch fairen Preis. Ne? Klar gibt es dann auch irgendwie ganz krasse Items, habe ich auch gesehen, Gürtel. Also wirklich krasse Gürtel. Die haben dann aber im zweistelligen Divine-Preis haben die Leute verlangt. Ist vielleicht gerechtfertigt, auch vielleicht auch nicht, weiß ich nicht. Da ich ja die Kohle eh nicht hatte, war das für mich keine Option, jetzt zu sagen, okay, ich kann da jetzt fett investieren. Zu den Ringen, da hatte ich ja in deinem Update davor schon gesagt, wie ich die Ringe gekauft habe. Dann habe ich selber den Elementschaden-Modifikator draufgehaut. Das heißt, wir haben statt den 30% erhöhten Elementarschaden haben wir dann durch diesen Modifikator 20% mehr, also 36%. Das heißt, pro Ring 6%, also pro Ring 6%, in Summe 12% mehr Damage. Ich habe dann wieder unsere Enchants drauf, Blight Erneuung draufgeworfen für die Türme, einmal für die verstärkenden Türme und hier wieder für unsere Meteoriten Tower. Das ist genau gleich geblieben zu unserem alten Setup. Das habe ich ja hier abgelegt. Hier haben wir die Ringe. Das war der Verstärkende und hier der Brennende. Ihr seht, die meisten Skills habe ich hier drin gelassen. Hier habe ich nur Blutrausch rausgenommen und hier habe ich, glaube ich, rausgenommen die größeren Projektilaufteilungen.
oder? Blutrausch habe ich rausgenommen und... Ach nein, den, genau, den Phantombogenschützen, genau. Die größeren sind, glaube ich, hier noch drin. Ja, die sind noch drin. Die hatte ich zwischenzeitlich rausgenommen, hatte ich noch ein bisschen getestet. Und das ist ja unser altes Gear. Zum Helm ist zu sagen, daher bin ich noch am Schauen. Also ich hatte keinen Enchant gefunden. Ich bin dann auch nur einmal im Lab gelaufen. Könnte man schauen, ob man selber einen Enchant findet. Ich hätte wohl gerne eines der 50% Auren, so ähnlich wie auf dem Helm. Ja, mit erhöhter Mana-Reservierung. Es gibt natürlich den Damage-Boost, dass man hier nochmal zwei zusätzliche Projektile hat für den Blitzpfeil. Das ist natürlich auch eine nice Geschichte. Aber meine Idee ist, vielleicht hier wieder mit so einer Mana-Reservierungseffizienz zu arbeiten. Und dann mit dem Eisgolem, hier kriegen wir 30% erhöhte kritische Trefferchance. Und mit der Aura-Präzision. Ja, hier ist sie. Hier haben wir dann schon auf Level 1 20%. Und ich weiß jetzt nicht, wie viel es ist auf Level 20. Aber ich glaube, es waren so um die 50%. Das heißt, wir würden dann mit Level 20 den Eisgolem locker übertreffen. Der Nachteil ist halt, dass man dafür Mana reserviert. Hier oben stand das ja kurz. Reserviertes Mana 22, das ist jetzt noch nicht so viel. Aber natürlich mit jeder Stufe steigt das Mana und das sind dann über 100 Mana, die wir dann ja verbrauchen oder reservieren. Und wenn wir nur 100 Mana haben und ein bisschen Mana brauchen wir ja auch, um unsere Spells überhaupt zu casten, da sind wir jetzt gerade aktuell am Limit. Deswegen das mit dem Golem, den muss ich halt nur einmal casten und ja, oft vergesse ich das dann auf der Map nochmal nachzucasten. Irgendwann fällt mir auf, ach, der ist schon wieder down. Ja, es ist vielleicht nicht ganz ideal, aber dadurch können wir halt noch ein paar Prozent für unseren Crit rausholen. Das würde ich auf jeden Fall vielleicht in Zukunft, je nachdem welches Enchant wir für den Helm finden, austauschen. Das ist auf jeden Fall so eine Option, die ich gerne austauschen würde. Beim Amulett habe ich mich hier für das Paramount News, ja, der Amulett entschieden. Der gibt uns nochmal erhöhten Kälteschaden, Kälteresi drauf und wir machen erhöhten Schaden gegen unterkühlte Gegner und wir durchdringen 20% des Kältewiderstandes. Das waren soweit die Items. Hier habe ich nur einen Gürtel, falls Bogen, falls jemand das sieht. Das ist einfach nur dafür da, dass man hier die Liga-Mechanik ein bisschen forciert, nach neuen Sachen Ausschau hält und nebenbei level ich halt neue Skims hoch. Hier habe ich schon reingelegt, Präzision, den würde ich als nächstes mal auf Level 20 hochpushen. Einfach mal schauen, wie dann die Werte sind, wie sich das mit dem Eisgolem ja auswirkt, weil die, wenn wir die Aura permanent aktiv lassen können, dann stirbt sie ja nicht, ne? Dann ist sie permanent aktiv um uns herum. Das hilft uns natürlich so. Ich muss jetzt das leider, ihr seht, mir fehlen dann Resi und hier auf dem Bogen haben wir Stärke Int. Und dann kann ich auch die restliche Gear tragen. Deswegen ist es ein bisschen, ja, nicht ganz ideal. Dann würde ich gerne als nächstes eingehen auf die Skills. Und wir fangen hier bei unserem Totem, ja, unserem Artillerie-Balliste an und die ist dann verlinkt mit Elementarschaden, mit Angriffen, durchdringende Kälte, damit können wir nochmal durch den Kälteschaden durchwirken oder Kältewiderstand durchwirken. Hier haben wir nochmal zusätzlichen Kälteschaden, dann haben wir die Inspirationsladungen, die hängen auch
zeige ich euch dann auch mit dem anderen Skill nochmal zusammen. Damit bekommen wir, wenn wir Mana verbrauchen, Ladungen und mit diesen Ladungen einmal erhöhen wir unseren Damage Output etc. pp. Und als letzte, ja, als letzte Game habe ich hier nochmal erhöhter kritischer Trefferschaden. Da könnte man dann vielleicht noch überlegen, vielleicht kritischen Trefferchance zu erhöhen. Ja, es gibt auf jeden Fall immer irgendwie Optionen, wo man sagen kann, kann ich noch ändern oder für das habe ich, für dieses Setup habe ich mich erst einmal entschieden. Dann hier ist unser Blitzpfeil, das ist unser zweiter Main Skill, wenn man so möchte. Und in der Wahlvariante, der ist verlinkt mit dem, mit unserem Phantombogenschützen, den wir schon aus dem Toxic Rain Bild haben, den habe ich übernommen. Und hier auch nochmal zusätzlicher Kälteschaden drin, Elementarschaden mit Angriffen erhöhen und hier nochmal die Inspiration. Diese zwei Skills wirken zusammen, also wenn wir hier wirken, wird das getriggert und wenn wir mit diesem Skill triggern, wird das getriggert und beides zusammen erhöht uns dann den Schaden. Der letzte Link, der hier dann noch drin ist, ist die Dreieinigkeit und das heißt immer, wenn wir Kälte, Blitz und Feuer wirken, bekommen wir nochmal zusätzlich einen Damage Boost für unsere Skills oder für unsere Attacken, die wir durchführen. Das sind unsere zwei Main Skills. Hier das Besondere an dem Helm, was ich mir rausgesucht habe, immer wenn wir einen von diesen Skills triggern, weil das ist ein Bogenskill und das ist ein Bogenskill, haben wir die Möglichkeit mit einer Abklingzeit von 0,3 Sekunden eines dieser Zauber hier zu wirken. Und hier haben wir Tornado, das ist einfach um unsere Sachen zu boosten. Hier mit der Hydrosphäre können wir auch unseren Sachen boosten. Und wenn sie getriggert wird, es kommt immer darauf an, welche. Ja, vorher wurde die doch immer sofort getriggert. Das war fast immer die erste, die getriggert wurde. Ah ja, jetzt. Hier ist die Gewitter oder die Hydrosphäre und immer wenn wir hier Projektile durchschießen, dann teilen die sich und ja, treffen dann halt noch mehr Gegner. Das ist die Hydrosphäre und hier mit dem Mal des Schützen, Scharfschützen, das ist unser Curse, den wir dann auf Gegner verteilen und über diesen Curse bekommen ja die erhöhten Schaden durch Projektile. Und da wir ja hier mit der Artillerie Ballista und mit unserem Blitzpfeil natürlich nur Projektile verschießen, ist das natürlich super ideal. Diese drei Sachen habe ich gelinkt mit Energieladung für kritische Treffer. Also immer wenn wir dann kritisch treffen, bekommen wir ja Energieladungen. Und mit diesen Energieladungen erhöhen wir unsere kritische Trefferchance. Das sieht man hier bei den Ladungen. Widerstand machen können wir kriegen mit einem kleinen Trick, das zeige ich dann. Aber es ist jetzt nicht von uns getriggert, sondern durch einen anderen Spell. Wir bekommen Endurance Charges, Raserei-Ladungen. Die erhöhen unsere Attack und unsere Zaubergeschwindigkeit. Und wir bekommen eine Schadensminimierung rein. Schadensmodifikator, Minimierung ist bei Endurance und die Energieladungen erhöhen unsere kritische Trefferchance und da haben wir aktuell bis zu drei möglichen Ladungen, also nochmal um 150% wird das erhöht, unsere kritische Trefferchance. Und das ist hier reingelinkt, dadurch können wir die Ladungen aufbauen und dann haben wir bis zu drei Ladungen. Bei den Schuhen haben wir den Herold auf Eis, hier für extra Kälteschaden, damit wir unseren Grundschaden erhöhen. Hier haben wir den Blood Rage drin, damit triggern wir unsere Raserei-Ladungen und wir bekommen natürlich erhöhte Angriffsgeschwindigkeit etc.
Hier ist der Eisgolem, den man, wenn man noch ein bisschen mehr Mana einsparen kann, würde ich wahrscheinlich dann tauschen gegen Präzision später. Aber da brauchen wir noch ein bisschen, ja, entweder einen Enchant für den Helm, aber das muss man dann schauen, wie man das umbaut. Hier ist unser Flame Dash drin. Ich wollte ja weg von dem Blitzpfeil, dem Teleportpfeil, weil der mir nicht so geil gefällt. Ja, ich bin irgendwie mehr Fan von dem Flame Dash. Im Melee-Bereich bin ich da eher der Fan vom Leap Slam. Und in den Handschuhen haben wir drin Steel Skin. Das ist hier unser Spell, den wir automatisch triggern, wenn wir laufen. Das heißt, wir bekommen dann immer, wenn der getriggert wird, nochmal 2400 Leben für ein paar Sekunden dazu. Weil lebenstechnisch muss man leider sagen, wir sind jetzt nicht so geil ausgestattet. Wir kommen ganz gut durch. Wir werden zwar hier und da auch mal weggesniped, aber es ging okay, sage ich mal. Natürlich mehr ist besser. Und das zeige ich euch dann gleich noch im Fertigkeitsbaum. Wenn wir dann noch ein, zwei Items austauschen, können wir einige Skillpunkte umplatzieren. Da können wir wahrscheinlich noch einiges an Defense rausholen. Aber das nur so am Rande kurz. Also hier unser Steel Skin drin. Dann die Anmut. Das ist eines der 50% Auren. Und hier ist die zweite 50% Aura mit Damage Erhöhung. Hier bekommen wir nochmal extra Kälteschaden rein. Hier ist eher für Defensive gut. Für Ausweichwerte und Ausweichchance, weil wir gehen hier eher auf Ausweichen, auf Dot. Wir sind jetzt, ich glaube, 90% wäre Maximum, wäre gut, aber ja, uns fehlt es noch ein bisschen. Und wenn wir da ein paar Punkte umskillen können, können wir hier, weil wir nur eine Rüstung haben mit Ausweichen, könnten wir dann auf jeden Fall noch einiges an Defense rausholen. Das sind die zwei Auren, deswegen würde ich wenn eines der beiden Auren, das ist so eine 50%, wenn wir da auch 50% Mana-Reservierungseffizienz bekommen würden, wenn wir das schaffen, dann haben wir wahrscheinlich genug Mana, um Präzision laufen zu lassen. Und der letzte ist hier der Wütend oder Berserker, der uns hier diesen Rausch aufbaut, den wir dann verbrauchen können, indem wir den Berserker aktivieren. Das erstmal zu den ganzen Skills. Beim Amulett ist noch vielleicht zu sagen, ich habe hier mich für bittere Rache entschieden. Das heißt, oder dass der wichtige Skill ist eigentlich für uns hier der letzte, also der zweite, der Angriffsprojektile kehren zu euch zurück. Zurückkehrte Projektile durchbohren alle Ziele. Das heißt, wir schießen die Pfeile weg und sie kommen wieder zurück. Das heißt, sie machen so schon mal doppelt Schaden und beim Zurückkommen durchschlagen sie nochmal alle Gegner. Und jetzt wird es dann sehen, ist sehr satisfying, wenn die Gegner dann zerplatzen durch den Kälteschaden. Übertragen wir ja den Frost- oder den Kältestatus und so platzen ganz nice die Gegner. Das zu den Skills. Also deswegen hier nochmal, deswegen die bittere Rache. Die 15% Projektilgeschwindigkeit ist natürlich nice, nehme ich gerne mit. Und dann würde ich gerne als nächstes euch den Tree zeigen. Wir sind immer noch hier beim Ranger. Und ihr seht hier unten die Sachen mit dem Totem und die ganzen Sachen sind alle rausgekommen. Genauso wie hier diese Sachen, die wir hatten, sind alle rausgekommen. Hier sind einige Sachen rausgeflogen. Genau, das habe ich nochmal mitgenommen für mehr Schaden. Das heißt, wenn die Gegner nahe bei uns sind, und das passiert ja zwangsläufig, immer zweimal, wenn das Projektil von uns wegfliegt, sind sie nahe, dann entfernt sich, der Schaden wird weniger. Und wenn die Projektile aber wieder zurückkommen, wieder zu uns zurückkommen, nehmen sie oder nimmt der Schaden, den sie zufügen, wieder zu. Und so, ja, so können wir das halt doppelt ein bisschen ausnutzen, dass die Projektile mindestens zweimal durch die Gegner durchfliegen.
Und genau, ich bin dann hier runtergelaufen, habe hier unseren ersten Cluster-Tool verbaut, bin hier rauf, habe mit dem Löwensaugen-Fehl, damit kann man hier diese Noten, ich nehme das mal raus, dann sieht man das besser. So, wenn ich das nämlich rausnehme, dann seht ihr schon, hier das sind eigentlich Noten für Deutsche und hier sind es Clown und okay, das ist mit kritische Treffer, das habe ich, das würden wir so oder so bekommen, das ist ein Mastery und wenn ich hier ja den Tool einsetze, dann werden aus diesen Nahkampfmodifikatoren Bogenmodifikatoren und dann steht hier nicht mehr Deutsche, sondern Bögen und dann steht hier nicht mehr Clown, dann steht hier auch Bögen. Und somit können wir unseren Output vom Bogen natürlich erhöhen. Und zudem habe ich hier diese Mastery aktiviert. Das heißt, wir haben wieder den Todesstoß. Das heißt, wir brauchen dann diesen Gem, den ich den wir im Toxic Rain Build verwendet haben, brauchen wir hier nicht mehr. Den haben wir jetzt quasi immer eingebaut, wenn wir kritisch treffen. Hier oben habe ich nochmal den kleinen Trick gemacht, die 12% Mana-Reservierungseffizienz von den Fertigkeiten. Das heißt, wir kommen hier statt 50 36%. Deswegen, wenn wir eine von diesen 50% nochmal reduzieren könnten, dann habe ich hier noch den Platz frei. Dann würde ich den Golem wegmachen und hier die vierte Aura dazugeben. Es beim bei den Heroldsfähigkeiten zahlt sich das nicht so aus, gebe ich zu, weil es sind nur 25%, die. Wo ist der Herold? Hier ist der Herold. Sind nur 25%, ne? Nur die Hälfte von dem bei zweimal, bei einer 50% Aura würde sich das natürlich deutlich mehr, möglich mehr auswirken, da eine Effizienzsteigerung aufzubauen. Also hier ist der Game, hier haben wir nochmal die Mana, hier habe ich nochmal Leben und hier habe ich so den ersten kleinen Live-Trick gemacht. Und zwar habe ich hier 15% erhöhtes Maximalleben und das ist mehr wie die plus 50 Maximalleben flat, weil auf unserer Brustrüstung ist kein Lebensmodifikator drauf. Deswegen können wir hier eine 15% Leben erhöhen. Und das ist auch der zweite Trick, den, wenn ich dann noch ein, zwei Punkte hätte, dann würde ich hier die Meisterschaft wählen. 100% erhöhten Ausweichswert von ausgerüsteter Körperrüstung. Da wir nur Ausweichswert hätten, hätten wir dann statt 2900, hätten wir dann 5800 Ausweichswert. Und das ist natürlich ja deutlich mehr dann, ne? Also das ist auf jeden Fall, was man austauschen könnte. Hier habe ich den ersten Cluster-Tool reingegeben. Wo sieht man? Hier sieht man dann auch, was die einzelnen Sachen machen. Und da ich Stärke- und Intelligenzprobleme habe, habe ich hier noch den. Es ist immer ein bisschen doof auf der Seite, weil hier auch das Inventar ist. Wenn ich das rausnehme, ihr seht es, dann habe ich auf jeden Fall ein bisschen zu wenig Werte. Deswegen habe ich hier noch solche kleinen Gems drin. Und hier habe ich ein Watcher's Eye mit Hass oder Zorn. Aktuell haben wir Hass laufen, das heißt, wir bekommen nochmal Flat Damage. Ich habe das auch getestet mit Zorn schon. Ich glaube, in der Kiste habe ich einen Zorn. Genau, hier habe ich schon einen Zorn. Und wenn wir den nehmen statt Hass, könnte man tauschen. Hier haben wir halt Kälteschaden und hier haben wir halt Blitzschaden. Dann könnten wir über dieses Watchers Eis, das hatte ich zuerst, könnten wir nochmal zusätzlichen Schaden machen, also physischen Schaden in Blitzschaden umwandeln. Und nachdem ich aber die Gem oder das Watchers Eye relativ günstig, ich glaube für ein Divine, es war jetzt nicht so teuer, also bekommen habe, und Zorn und Hass drauf waren, habe ich mich dann für Hass entschieden, dass da wir hier nochmal Flat Damage dazu bekommen würden. Oder bekommen wir aktuell auch. Hier habe ich noch einen Game verbaut, den würde ich wahrscheinlich in der Zukunft dann austauschen gegen einen Faden der Hoffnung.
aktuell fehlt mir ein bisschen die Money dafür, weil der kostet so 4, 5 Divine. Und ja, ich habe jetzt unser, das ist ungefähr so, ja, lasst mich lügen. Ich schätze mal so 8 bis 10 Divine. Es ist jetzt nicht ein ultra hohes Invest. Und ich wahrscheinlich für Leute, die jeden Tag abends immer zocken können und auch zocken, ist das wahrscheinlich innerhalb von ein paar Tagen zusammengefarmt. Da ich relativ ja nur am Wochenende dazu komme, ein paar Stunden zu grinden, habe ich jetzt nicht die Money, in der ich schwimme, dass ich jetzt hier mega viele Sachen mir leisten kann oder aufbauen könnte. Klar, wenn man irgendwie einen Lucky Drop hat, irgendwie ein geiles Item Drop, das dann richtig geil verkauft bekommt und sich dann natürlich ein geiles Gear kaufen kann, ist natürlich nochmal was anderes. Aktuell hatten wir das nicht. Und hier habe ich ein Inspired Learning reingegeben. Und das Besondere ist, der funktioniert nur, wenn bedeutende, also das sind kleine Noten, die hier, das sind bedeutende Noten und das sind hier große Meisterschaften. Und wenn man 4 von diesen bedeutenden aktiviert hat, deswegen habe ich hier 1, 2, 3, 4, dann wird der Effekt aktiv. Das heißt, wir bekommen, wenn wir einen Elite-Boss töten, bekommen wir den seinen Effekt. Und der kann sein mehr Leben, mehr Attack-Speed, was auch immer. Den können wir auch stacken. Also wenn wir innerhalb von 20 Sekunden 2 töten, haben wir 2 Effekte. Und ihr werdet sehen, dann wir haben oft 3, 4 verschiedene, ja, von diesen Effekten, denen wir diesen Elite-Monstern klauen. Und das ist manchmal ein bisschen tricky, weil manchmal ist es richtig nice. Da haben wir dann 2.000 Energieschild extra. Das heißt, wir haben dann nicht mehr 3.000 irgendwas, sondern wir haben dann fast 5.000 Leben. Und ist ganz funny, weil wir dann auch recht stark werden, auch Damage machen. Das ist so ein bisschen auch so die Softcore-Variante. Erstmal Schaden machen und alles, was wir töten, bevor es uns töten kann, ist natürlich auch ein bisschen ja eine valide Taktik zum Fahren, um im Softcore zu überleben. Im Hardcore ist das ein bisschen anders. Da würde ich das eher nicht bevorzugen, würde ich mal sagen. So, musste nur kurz niesen, wollte jetzt nicht gerade gleich direkt ins Mikrofon. Ja, alles hier, ja, ja, belassen wir es dabei, aber es ist so, ich habe rechtzeitig noch auf den Aus-Button klicken können. Das dazu, also das würde ich dann wahrscheinlich mit dem Faden der Hoffnung ersetzen und der Vorteil von dem Gem ist, man kann dann Sachen skillen, die man nicht verbunden hat. Und auf der Größe groß, nicht extra groß, sondern nur groß, würde der Kreis hier entlang führen. Hier, also hier glaube ich, hier, hier und dann hier so. Und das heißt, wir könnten, die zwei Noten sind für mich ganz wichtig, die würde ich auf jeden Fall skillen. Das heißt, wir haben hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Punkte frei. Wir könnten hier einiges einsparen. Dann könnten wir hier wieder mehr Endurance Charges holen. Den Punkt würde ich dann wahrscheinlich, ich glaube, das könnte sich ausgehen, dass der noch drin ist. Also hier nochmal Elementarschaden holen. Hier bin mir nicht sicher. Ich glaube, man kann beide aktivieren. Das heißt, wir könnten hier was rausnehmen, vielleicht sogar hier noch was rausnehmen. Also Punkte einsparen. Hier kommt man hin, das heißt, diese drei Punkte könnten wir einsparen. Ihr seht schon, wir haben dann, wenn wir diesen Gem uns leisten können, auf jeden Fall, ich schätze mal so 10 ja, Skillpunkte frei. Ich würde wahrscheinlich hier oben noch ein bisschen hingehen, hier oben nochmal unseren Multiplikator für kritische Treffer erhöhen. Dann würde ich wahrscheinlich ja, so Kleinigkeiten. Vielleicht hier nochmal in Leben reingehen.
Hier vielleicht noch die Mastery mitnehmen, und zwar mit den 25%. Nein, 40% des physischen Schadens werden in Kälte umgerechnet. Also hier würde ich vielleicht noch reingehen. Vielleicht würde ich sogar hier unten noch was machen. Hier unter Umständen hier noch den Joule-Platz holen. Ich würde dann vielleicht hier nochmal die Rasereiladungen holen. Das ist auch natürlich eine Option, wenn uns die Dings fehlt. Crit-Chancen, natürlich, wenn wir hundertprozentige kritische Trefferchance haben, dann würde ich wahrscheinlich hier nicht mehr reingehen. Wenn wir das nicht hätten, würde ich vielleicht hier nochmal einen Punkt rein investieren. Und ja, so seht ihr, haben wir auf jeden Fall noch einige Möglichkeiten. Wir haben auch hier noch so Möglichkeiten mit der Mastery, was ich schon erwähnt hatte, mit dem Ausweichwerten auf der Brustrüstung. Und auf das würde ich dann auch gehen, natürlich auf Dodge. Und wenn wir das natürlich steigern und vielleicht schaffen wir noch ein, zwei Level, was so mein Wunsch wäre, dann könnten wir natürlich ja auch noch ein bisschen investieren in, vielleicht auch hier oben rein investieren in den Joule-Platz. Dann kann man auch nochmal so eine Hoffnung, dann kann man hier oben noch was. Es gibt auf jeden Fall Möglichkeiten. Ich hatte mir auch ein bisschen was angeschaut, was man noch verbessern könnte. Meine nächste Investition ist auf jeden Fall wahrscheinlich hier diesen Faden der Hoffnung, dafür den Inspired Learning rauszunehmen. Dann hier ein bisschen umzubauen, dass wir Skillpunkte zurückbekommen, die wir jetzt hier für kleine Noten, ich will nicht sagen verschwendet haben, aber die wir dann zurückbekommen würden. Dann würde ich hier diesen Joule erstmal gegen einen mittleren Cluster austauschen, also hier unseren Cluster weiter ausbauen, vielleicht sogar noch einen zweiten Cluster, das muss man dann schauen, wie viele Skillpunkte man wirklich übrig hat, weil auch hier reinskillen dann kostet natürlich ja, Skillpunkte, aber ja, im mittleren, vielleicht noch einen kleinen, das muss man dann schauen und dann schauen, wie viele Punkte man einem dann wirklich noch übrig bleiben, weil von den 8 Punkten hier gehen dann sicher auch nochmal 4-5 Punkte rein für den mittleren Joule. Dann bleiben hier nur noch 4-5 vielleicht übrig. Hier kann man noch was rausnehmen, hier kann man was rausnehmen. Also wir sind schon ein bisschen auf Kante genäht, würde ich sagen. Aber ja, das sind so der aktuelle Stand und so auch ein bisschen der Ausblick, wo es hingehen würde. Ich würde dann wahrscheinlich am kommenden Wochenende weiter farmen. Und ja, wenn sich es irgendwie ergibt, günstig oder wir haben genug Kohle für einen, ja, Faden der Hoffnung, Joule, weil man muss dann schauen, dass es immer der richtige Radius hier ist und es sollten nicht zu viele Minusresistenzen drauf sein, weil wir sind jetzt ja resistenzmäßig nicht ultra geil aufgestellt. Deswegen, ja. Ich glaube, minus 20 ist das Höchste. Das heißt, minus 20 auf all races. Also wir würden überall minus 20% bekommen. Am teuersten sind natürlich die mit minus 10. Und minus 10 würden wir ganz gut wegstecken. Minus 20 ist dann schon eher schwieriger, würde ich sagen. Aber es kommt dann darauf an, wie viel Kohle haben wir und können wir uns das leisten. Ne? Dann würde ich noch kurz einen Punkt kurz hier in die Ascendancy Class gehen. Wir haben ja gewechselt vom Pathfinder. Achso, nein, das ist, glaube ich. Nein, vom Dead Eye auf Pathfinder. Das ist Pathfinder. Ja. Und zwar als erstes bin ich hier reingegangen. Und zwar, ja, als erstes kann man gar nicht so sagen, weil. Natürlich, da wir schon fertig geskillt haben, habe ich ja natürlich mit einem Ü-Lab habe ich komplett alles umgeskillt. Aber da wir hier ja unser Mal verwenden, habe ich das als erstes genommen, erhöhte Wirkung eurer Male. Das heißt, diese Gem, die wir automatisch alle paar Sekunden oder ein paar Millisekunden auf den Gegner wirken, sobald wir angreifen, wird erhöht und wir, ja, wenn er stirbt, überträgt er sein Dot und so verbreitet sich quasi das wie so eine kleine Pest immer weiter auf die Gegner. Dann habe ich hier Rückenwind mitgenommen. Das heißt, immer wenn wir Sachen verwenden, bekommen wir Rückenwind. Das heißt, erhöht der Attack Speed.
Und wir bekommen halt erhöhte Wirkung und Stärkung. Dann bin ich hier hochgegangen, habe mir nochmal mitgenommen, dass die, ja, die Projektile sich verketten und wenn sie irgendwo anschlagen. Ah ja, genau, wenn sie irgendwo antreffen, also nicht nur in die Mauern, sondern auch bei Gegnern, wenn sie heften bleiben, dann verketten sie nochmal mehr Schaden. Und dann als letztes habe ich hier nochmal dazu genommen, zwei zusätzliche Projektile. Also so habe ich das jetzt einmal genommen. Man kann sicher debattieren, ob man sagt, okay, am Anfang hat man das vielleicht noch nicht so oder man muss das selber casten, dann hat man das nicht immer so aktiv. Das heißt, man geht lieber zuerst hier lang, dann vielleicht hier und zum Schluss holt man sich das. Oder man holt sich zuerst das, dann das und zum Schluss erst hier den Rückenwind. Ich glaube, das ist ein bisschen Geschmackssache. Aber das zur Ascendancy, dann, ich glaube, das habe ich beim letzten Mal nie, auf das bin ich gar nicht so eingegangen, aber ich würde noch gerne hier aufs Pantheon eingehen. Ich habe aktuell ausgewählt hier die große Seele von Arakali. Einfach weil ich ja ein bisschen das Problem habe mit physischen Schaden. Immer wenn wir physischen Schaden reinbekommen, ist immer sehr doll. Und auch mit dem Bluten und so, wenn wir bluten. Deswegen habe ich das reingenommen. Ich hatte zuerst hier den Gesichtsking, den Bright King ausgewählt. Und wenn wir gestunt werden, dass wir nicht so schnell gestunt werden können, bin jetzt aber hier aktuell beim Arakali hingeblieben. Und vorher hatten wir ja hier für weniger Brennen, also für brennenden Boden etc. Und da wir aber mit diesen Boots ja unbeeinträchtigt sind von brennenden Boden, Schocken oder unterkühlten Boden, bringt uns die Note nicht so viel. Das gleiche gibt es hier auch nochmal für Schocken und das gleiche gibt es auch nochmal für Gift. Ja, Gift könnte man wahrscheinlich auch noch überlegen. Also hier. Aktuell habe ich das genommen wegen dem Bluten und den Füßen, dass wir ein bisschen weniger mit dem physischen Schaden Probleme haben. Ja. Ich hoffe, ihr konntet das ein bisschen so jetzt nachvollziehen. Wir haben jetzt ein bisschen viel gelabert über den aktuellen Bild und was jetzt am Wochenende alles passiert ist. Und damit wir jetzt noch ein bisschen in Action kommen, habe ich zwei Maps vorbereitet, weil ich wusste jetzt nicht genau, wie lange ich jetzt brauche, das vorzustellen. Ich wollte natürlich so gut wie möglich das euch jetzt erklären, was wir verändert haben und welche. Ach, auf einen Punkt bin ich ja noch gar nicht eingegangen. Also was ich verändert habe am Bild, wie ich den umgebaut habe, welche Skills wir verwenden, Pantheon, ich glaube, das habe ich jetzt alles. Und das Wichtigste, oder das, ja, die nächste große Änderung ist jetzt hier erstmal in dem Baum. Am Samstag irgendwann hatte ich dann irgendwann keine Lust mehr, Abyss, weil ich hatte nicht das Gefühl, es ist wirklich super geil. Es liest sich, es gibt so einige Noten, die lesen sich richtig nice. Aber entweder habe ich kein Glück gehabt bei denen, was getroppt ist. Und es hat mir dann auch nicht mehr so viel Spaß gemacht, muss ich zugeben. Und das ist ja das Geile an Path of Exile, wenn du merkst, du möchtest irgendwas verändern, irgendwas anders machen, dann kannst du das einfach machen und deine Strategien oder deine Sachen einfach neu ausrichten und damit dann weitermachen. Und ich habe mich dann gegen Abyss entschieden, habe hier alle Abyss-Noten rausgenommen, hier Abyss rausgenommen, hier ist Abyss, alles rausgenommen, hier unten Abyss rausgenommen. Also ihr seht es hier, wir haben jetzt nichts mehr von den Abyss aktiv, hier unten das rausgenommen. Damit hatten wir jede Menge Punkte übrig, also wirklich viele, viele, viele Punkte. Wir sind ja noch hier hochgelaufen und dann hier uns aufgebaut. Dann habe ich als erstes mal die neue Mechanik, die ja in dieser Liga reingekommen ist. Es gibt ja jetzt hier drei, ja, extra Pforten nennen die sich. Das heißt, man kann hier relativ schnell von einer Seite auf die andere Seite, ihr seht das, wechseln. Und da ich ja schon hier immer
Ich mag irgendwie Blight. Ich finde es irgendwie immer noch sehr angenehm. Auf Blight gelaufen bin, habe ich einfach mir angeschaut, wo sind die ganzen Blight-Nodes? Aktuell. Und ihr seht, die Blight-Nodes sind hier und hier und hier unten ein bisschen. Und wenn ich hier laufe, komme ich hierher und bin ich gleich hier und hier. Da habe ich gesagt, okay, Blight laufe ich eh gerne. Nachdem ich den ganzen Abyss rausgenommen habe, bin ich hier reingelaufen, habe hier die Blight-Noten mitgenommen, hier die Blight, bin hier rauf und habe das Blight mitgenommen. Und habe dann gesehen, ja, hier sind es nur zwei Punkte. Und dann bin ich schon hier an dem Punkt und hier runter. Dann habe ich das quasi verbunden und das verbunden. Dann konnte ich hier nochmal ein paar Punkte rausnehmen. Ich habe auch hier diese Punkte rausgenommen. Ja, wenn wir Punkte, wir sehen, wir haben noch 6, 8 Punkte. Das heißt, wir könnten hier wahrscheinlich die 8 Punkte, wenn wir das voll bekommen würden, würde ich wahrscheinlich hier nochmal die 8 Punkte rein investieren. Und da ich das jetzt nicht so als entscheidend gesehen habe und nicht so wichtig, habe ich eher hier eingespart und bin dann noch auf Harbinger gegangen und habe hier Harbinger, hier und hier Harbinger mitgenommen. Und damit ging es dann wirklich perfekt aus. Abyss habe ich jetzt ausgeschlossen. Das heißt, wir bekommen eigentlich nur noch Breach und Blighted und Harbinger jetzt in den Maps. Natürlich kann mal auch ein Nico dabei sein oder ein Einhaar oder Betrayal. Aber es ist eher unwahrscheinlich. Deswegen habe ich hier die ganzen Sachen reingeskillt, weil die ganzen Mechaniken will ich alle nicht haben. Dafür bekommt man dann halt diese Mechanik, die man mag, öfters. Und somit bekommt man fast immer, ja, Breach. Sehr oft, dass wir Blighted Maps haben. Und so schaut jetzt der aktuelle Baum aus. Und wir gehen jetzt hier auf Breach, Harbinger und Blight. Natürlich, wenn jemand andere Vorlieben hat, kann er auch andere Sachen nehmen. Man könnte hier, hier gibt es auch nochmal Breach, aber das ist eher nicht so interessant für uns, deswegen habe ich das jetzt mal nicht. Man könnte Harvester oder Legion, wenn jemand Legion spielt. Legion wäre zum Beispiel hier auf unserer Seite gewesen, man hätte wahrscheinlich leichter hier rüber skillen können. Aber ich habe irgendwie Bock gehabt, jetzt weiter Blight Maps zu farmen oder mehr in Blight zu machen. Deswegen bin ich jetzt hier reingegangen. Das nur zur Vollständigkeit halber, damit ihr nochmal seht, was sich hier geändert hat. Wir sind jetzt raus aus Abyss, rein voll in Blight. Und den Noten mag ich zum Beispiel nicht so gerne, weil dann kommen die Mobs. Gerade wenn man alleine ist, ist das nicht so geil, weil wir werden sehen, die Blighted werden jetzt ein bisschen anspruchsvoller. Und es kommt meistens dann aus 2, 3, 4 Richtungen. Und dann wird schon alleine sehr schwer, das zu verteidigen sein. Und deswegen mag ich die Note nicht so und bin ich quasi nur bis hierher gegangen, das mitgenommen. Hier habe ich auch mal gewechselt und zwar, dass wir kostenlose Anfertigungen bekommen. Ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass ich so viele, das laufe ich normalerweise gerne, aber irgendwie hatte ich das Gefühl, wir hatten oder ich habe selten eine Anfertigung bekommen auf der Karte. Anfertigungen heißt, man hat hier auf der Karte dann über den blauen Werten noch ein extra implizit und dann steht, man hat garantiert eine Blight-Begegnung, einen Breach, was auch immer, aber das habe ich irgendwie selten bekommen. Oder die 3% haben sich jetzt nicht wirklich groß ausgewirkt. Jetzt bin ich mal hier rüber gelaufen, bin auch schon die ersten Maps gelaufen und wir hatten sogar, ich glaube, die Labyrinth, nein, genau, den Rissstein hatten wir, aber wir haben jetzt hier verbesserte Labyrinthprüfung, Wahlgebiete. Wir haben auch sogar eine Blight-Sache bekommen. Das heißt, wir bekommen hier Anfertigungen und die kosten dann nichts. Normalerweise kosten die, wenn man diese forciert, dann nochmal extra ein paar Chaos, kann man investieren. Und das war so die Auswirkung oder die Änderung, wie sie sich auswirkt. Man bekommt dann nicht mehr einen, oder man kann das auch bekommen, aber es ist halt unwahrscheinlicher jetzt. Entweder ein Implizit auf der Karte, aber ich habe das jetzt mal auf die Seite gewechselt. Später kann man die 3 Punkte auch nochmal rausnehmen und irgendwo anders investieren. Vielleicht dann wieder hier drüben rein oder man geht dann doch hier runter und holt sich vielleicht doch noch ein bisschen was vom Breach.
Aber gut. Für das habe ich mich aktuell entschieden. So laufe ich aktuell meine Karten. Und dann sind wir auch beim richtigen Dings. Würde ich jetzt nicht laufen. Ihr seht, ich habe auch am Wochenende meinen Kompass erweitert um einen Slot. Das ist ganz einfach. Jeder, der, ja, man kann hier Fragmente, wenn man hier diese Legionensteine farmt oder bekommt, kann man 4 reingeben und wenn man alle 4 läuft, alle Bosse tötet, mindestens einmal, dann schaltet man den 5. Slot frei und dann kann man hier auch bis zu 5 statt 4, 5 Sachen reinzugeben. Das ist dann für, wenn man Karten forcen möchte, natürlich super, super hilfreich. So, dann im Prinzip bleibt das, der Playstyle bleibt sehr ähnlich. Wir blenden unsere Totems und Zeit zu Zeit schießen wir mit unserem Mirage Archer, der über uns ist, diese Blitzpfeile raus. Oh, hier ist noch, also ist nur eine Wahlsphäre. Ich würde kurz hier die Liga-Mechanik machen. Erstmal hier kurz die Sachen weg. Einfach wegschießen. So. Ja, zur Liga-Mechanik. Es ist irgendwie ganz nett gemacht. Aber so wirklich so hundertprozentig geil und dass ich das mega force, habe ich jetzt nicht wirklich. Ne? Also muss ich auch ehrlich zugeben. Warte mal, irgendwie ist mir der Sound ein bisschen zu laut. So kurz rein. Und ihr seht, na, jetzt haben wir gerade richtig viel Energieschild bekommen. Das heißt, wir haben jetzt hier einen Elite-Mob gekillt und haben sein Leben quasi oder sein Energieschild übernommen. Und dann haben wir kurzfristig einfach richtig viel extra Leben. Und das passiert natürlich auch mit Damage etc. Und das ist hier. Genau, also ja, ist gerade ausgelaufen. Okay, hier ist niemand. Aha. Ja, ich wollte zuerst noch schnell das Totem blenden. Ich habe schon gesehen, dass die mir im Rücken fallen wollen. Ja, und man sieht schon, es ist schon ein deutlicher Unterschied zwischen unserem Toxic Rain. Mir ist klar, dass man den Toxic Rain natürlich auch so ausbauen oder herrichten kann, dass das auch ähnlich schallert wie jetzt hier. Aber unsere ursprüngliche Intention war ja, den nur zum Liga, zum Starten zu nehmen und nebenbei, das war jetzt hier gerade ein Harbinger, und um da jetzt das Geld nicht rein zu investieren, sondern halt alles zu sparen, um umzubauen. Ja, kann man natürlich diskutieren, ob das jetzt, ob man, wenn man da besser wäre und mehr clearen könnte, ob man dann nicht schneller Kohle zusammenbekommt, etc. pp. Ja, es ist sicher, kann man sicher in alle Richtungen argumentieren. Wir haben uns jetzt eher für das entschieden. So, hier ist schon der Boss. So, und jetzt zünden wir mal hier unseren Blitzpfeil. Und wir sehen schon, wo die zweite Ladung. Hier ein bisschen aufpassen, wenn der explodiert, macht er hier hinten noch seinen Shit. Aber ihr habt gesehen, er ist relativ schnell zusammengeschmolzen.
Und es war sogar eine relativ kleine Map. Oder es war eigentlich gar nichts drin, weder Breach noch ja, Blighted. Aber so kann es halt auch mal laufen. So, und das. Ich würde gern hier reinschauen, das ist mir egal. Den Rest dann verkaufen. Ja, vielleicht kriegen wir da noch was drauf, was. Ja. Natürlich würde ich gerne Energieschild drauf bekommen, aber ja, geht nicht. Ja, dann nehme ich Leben. Das ist ja immer so die entweder Energieschild oder Leben. So. Wird den mal. Ja, werden wir wahrscheinlich nicht für 4 Chaos verkauft bekommen, aber. Die Taktik kennt ihr ja, man wirft es dann dort rein und geht dann einfach immer mal wieder so von Zeit zu Zeit weiter runter. So, und das sind hier die ganzen Sachen, die wir über den Harbinger bekommen. Die Money quasi, oder die Shards hauptsächlich. Ein Punkt vielleicht noch, ich habe auch unsere Sachen geändert. Ich hatte ja am Anfang hatten wir ja den Crimson. Dann haben wir die entweihte Kathedrale. Ich weiß nicht mehr, wo die war. Genau, die hatten wir dann gemacht, aber die ist halt ein bisschen unpraktisch, gerade für Breach, weil die halt nur so schmale Korridore hat. Und ich habe mich jetzt hier für Schlucht entschieden, das ist hier diese Map. Die ist relativ groß oder relativ breit. Das heißt, die Breach kann sich ganz gut entfalten. Man kann ja die Breach ganz gut clearen. Da wir den Abyss rausgenommen haben, ist das für Abyss uninteressant. Aber auch die Blighted Maps, für Blighted ist es ganz okay. Und so, das war die Änderung noch am Atlas. Eher eine kleinere Sache. So, würde hier noch die eine Map haben. Naja, wir haben noch... Wir haben am Anfang, also ich bin aus Versehen reingelaufen. Also jetzt, ja, ich sehe es jetzt gerade, der Golem ist weg, ne? Kommen wir nachkasten. Genau. Vielleicht haben wir jetzt ein bisschen mehr Glück und wir sehen ein bisschen mehr. Gehen wir mal auf der Werft rum. Ist natürlich immer noch random. Natürlich ist die Wahrscheinlichkeit, dass man das bekommt, ist erhöht. Aber wir haben es gesehen, was selten passiert, dass gar nichts auf der Map ist. Ist es okay, man läuft dann halt die Map durch und schließt sie ab. So mache ich das dann. Und nimmt dann einfach die nächste Map und dann ist meistens doch wieder irgendwie Breach oder Blight am Start. Okay. Okay, jetzt schauen wir mal, ob er noch gewillt ist, Manne loszuwerden. Wie schreibt man Munch? Ja, mein Englisch ist nicht so gut. Fragen wir mal. Okay. Ja, ich habe das jetzt eh schon seit Wochen nicht zurückbekommen. Oder nicht verkauft bekommen, die Rüstung. Ja, dann bin ich lieber froh, wenn ich sie loswerde. Ja, ein halbes Divine sind 100 Chaos weniger, aber ja. Sie liegt wirklich schon lange rum. 2-3 Wochen oder so. Deswegen, ja, lieber so, dann ist sie verkauft und ist dann ein Divine. Wir brauchen wahrscheinlich noch 2 für das Amulett, was ich erzählt hatte. Und ja.
So, nur damit er jetzt hier nicht in die noch weiter rein. Ja. Gut. Dann bin ich jetzt hier. Aber so ist es halt, ne? Dann. Ich bin da jetzt nicht so versessen drauf, jetzt den meinen Preis zu bezahlen. Sollte man, glaube ich, auch nicht. Außer man hat wirklich richtig gutes Item, was auch seinen Wert hat. Und ich habe auch gesehen, dass viele ihre, ja, viele Impulser für 1,2 Divines, 1,3 Divines verkauft haben oder verkaufen. Und ja, von 1 oder 1,2 Divine, das war ungefähr der Preis. Natürlich hat er jetzt ein bisschen ein Schnäppchen gemacht, aber ist für mich fein, da ich ja das bis jetzt eh nicht verkauft habe, das Item. Und es waren jetzt auch keine super mega High Rolls drauf. So. So, nice. Hier müssen wir noch die Ads wegmachen. Ach, hier hinten ist noch ein Ding, deswegen. Ah, okay. Hatte ich nicht gleich gesehen. Hier hinten war noch ein Harbinger. Oder, ja, Harbinger. So, damit haben wir das. Ich hoffe, dass wir dann jetzt doch noch irgendwie eine Liga-Mechanik sehen. Eine unserer bevorzugten, ja, Mechaniken, die wir eigentlich forcen wollen. Wie Blighted oder Breach. Aber es schaut nicht so geil aus, gebe ich zu. Also hier, das ist das Inspired Learning. Das heißt, hier sieht man dann diesen Effekt, den wir geklaut haben, oder wie viele, wenn wir das hier stacken. Ja, okay. Haben wir echt ein bisschen Pech gehabt. Ja, und wie ihr seht, der Golem ist wieder tot, ne? Also es sind sicher ein paar Sachen, die man auf jeden Fall anpassen kann. Ich glaube, das habe ich schon, das habe ich auch schon. Kann weg. Und hier seht ihr, ne, dadurch, dass wir jetzt die Map ich mir quasi favorisiert hatte, hat man natürlich eine super oder deutlich erhöhte Chance, nur diese Map zurückzubekommen und ja, dann hier unsere Sachen zu bekommen. Ja, bisschen schade ist, dass wir jetzt nichts gesehen haben von den Liga oder von den Mechaniken, die wir ausgewählt haben. Ich denke, ihr habt jetzt einen ganz guten Eindruck bekommen, was wir umgebaut haben. Auch der Umstieg von Toxic Rain auf Blitzpfeil. Artillerie nochmal zum Support. Das sind unsere zwei Main Skills. Die Auren. Ich habe euch den Talentbaum gezeigt. Den neuen Atlas Tree. Auch das Pantheon. Ich hoffe, ihr konntet es ein bisschen nachvollziehen, was ich am letzten Wochenende alles verändert und umgebaut habe für uns, und auch ein bisschen noch ein paar Sachen aufgezeigt, die ich auf jeden Fall in der nächsten Zeit jetzt in Angriff nehmen möchte. Das ist das eine Juwel, dann können wir einige Skillpunkte neu verteilen, einen mittleren Cluster-Tool auf jeden Fall noch reinlegen, also hier noch ein Cluster-Tool anlegen, vielleicht noch einen zweiten, muss man dann schauen, aber erstmal plane ich nur noch einen weiteren Cluster-Tool und dann vielleicht einen kleinen, muss man dann schauen. Hier auf jeden Fall noch einiges umzubauen. Ihr seht, obwohl wir die 3000 Leben haben, wir sind ganz gut durchgekommen. Wir können auch ein bisschen leveln. Und mein Ziel ist es jetzt natürlich, ja, am nächsten Wochenende dann hier hochzukommen, das nächste Level zu schaffen, die 94 voll zu machen. Um weiter zu grinden. Vielleicht haben wir ja Glück. Ich glaube, ich habe sogar einen Helm oder so verkauft. Also ihr seht, wirklich viel habe ich nicht verkauft.
Obwohl ich jetzt hier und da schon mit dem Preis runtergegangen bin, aber so ist es halt, ne? Es ist manchmal, ja, wird das gerade viel nachgefragt und ja, aber so ist es halt. Ich sehe das nicht so verbissen, wenn ich ehrlich bin. Und jetzt habe ich noch, für alle, die wirklich bis zum Ende dran geblieben sind, habe ich noch einen kleinen Schmankerl vorbereitet. Und zwar in der Delph habe ich gefunden einen Schlüssel der leeren verborgenen Reliquienkammer. Das hört sich jetzt ganz geil an und hört sich auch sehr speziell an oder sehr, sehr special an. Ich kann euch aber sagen, es ist leider nicht so spektakulär, wie es sich vielleicht anhört. Es ist ein Portal, was wir jetzt öffnen in die Reliquienkammer. Und es ist ein bisschen ein Gamble. Man, vielleicht kurz zur Erklärung, es gibt ja ganz normale Unix. Ja, hier. Keine Ahnung. Rüstungen. Und diese Rüstungen, wenn man alles sich anschaut, gibt es hier als normales und als Replik. Das heißt, das ist eine verbesserte Variante. Es gibt es nicht von jedem Item, aber von vielen Items, egal ob das jetzt ein Helm ist oder ein Schild ist. Ich glaube, bei Schilden, doch, es gibt auch Schilde. Repliken von Schilden, nicht so viele, aber Handschuhe, genau, es gibt verschiedene Items, wo es auch eine verbesserte Variante gibt. Und so ein bisschen so ist das hier in der Reliquienkammer. Wir betreten die mal. Einfach in den Apparat legen, dann öffnen, dann kommt man in diese Reliquienkammer und leider, man kann hier weder fighten noch irgendwas anderes machen. Aber hier gibt es eine Schatztruhe. Und das Besondere an dieser Schatztruhe ist, dass wenn wir, ihr seht das ja schon, wenn wir hier draufklicken, dann kommt ein Unique-Item raus. Ich bin mir nicht sicher, ob es immer eins ist, aber ein Item raus, ein Unique-Item, was ein Relikt ist, eine verbesserte Variante von irgendeinem Unique-Item. Und jetzt ist das Gambling ist dahin dagegen, dass es natürlich von allen Uniques, die als Replik gibt, ein Item sein kann. Und die Wahrscheinlichkeit, dass es irgendein Billo-Item ist, was eh keiner braucht oder was keiner verwendet, dass man das bekommt oder zu einem höheren Prozentanteil bekommt, ist ja logisch, aber so ist es halt. Das heißt, wenn man hier draufklickt, wird man wahrscheinlich eher so ein mittleres Billo irgendwie Item bekommt, was eh überall droppt. Und der Gambling ist halt, wenn man hier oft genug draufklickt, irgendwann wird es auch mal ein gutes Item kommen oder ein richtig geiles Item. Und das ist so ein bisschen der Gamble. Es gibt Leute, die geben hier mehrere Divines aus, mehrere Dutzend Divines aus und bekommen dann nichts raus. Die öffnen dann, keine Ahnung, 20, 30, 40, 50 Kisten. Und manche haben halt das Glück. Ich mach mal auf. Es dauert jetzt ein bisschen. Ja, okay. Das ist eher ein Crab-Item. Also Crab. In dem Sinne, es ist ja jetzt nichts Besonderes. Und im Prinzip, das Item bekommt man daraus. So. Ach so, weil der Platz schon belegt ist. Teilt sich der mit dem Platz. Ja. Naja, okay. Das ist, ja, in dem Fall ist es dann keine Replik, sondern es ist ein ganz normales. Ihr seht, die Werte sind etwas anders oder besser, wenn man so möchte. Oder in dem Fall würde ich sogar sagen, es ist jetzt nicht wirklich besser. Nee, in dem Fall ist es einfach nur das gleiche Item, bloß ein bisschen anders vom Farbschema, Design. Aber im Prinzip das gleiche Item. Es ist jetzt keine Replik geworden. Und wahrscheinlich, wenn man nachschaut, das Item ist, ja, nicht mal ein Alchemie-weit werden. Also es ist jetzt, ich werde die einfach austauschen. Das werde ich ganz normal verkaufen.
Aber das ist so der Gamble. Man kann natürlich auch diese leeren Reliquien-Dinger kann man auch kaufen über den Handel. Und da kannst du dir natürlich 10, 20, 30, keine Ahnung, wie viel Kohle du hast, natürlich kaufen. Aber der Gamble ist halt, du weißt halt nicht, welches Item rauskommt. Und oft kommt halt irgendwie Crap raus. Aber es kann auch mal passieren, dass ein richtig geiles Item rausdroppt. Auch eine Replik von irgendeinem anderen Item. Und die sind dann natürlich meistens deutlich mehr wert. Es gibt auch natürlich auch bei Gürteln. Du kannst natürlich einen Headhunter rausziehen oder ein Magic, einen Blattgürtel oder wie der heißt. Also du kannst auch natürlich richtig Luck haben, aber ja, richtig Luck beschreibt das dann schon. Ich glaube, die Drop-Chancen für einen Headhunter sind unter 1% oder so. Ja. Es ist ganz nett, wenn man es irgendwo findet. Ich habe das in der Delph gefunden. Die kann man, glaube ich, auch in Maps finden. Die Einladung quasi, und dann hat man das Gamble, dass man was bekommt. Oder halt auch nicht. Oder man gambelt halt. Genauso kann man ja auch gamblen mit diesen Cut-Stacks. Ja, manche gambeln halt gerne und man hat mal Glück, man hat mal Pech, so ist es halt. Ja, das nur noch als kleine Sahne oder Kirsche auf der Sahnetorte obendrauf für euch. Das noch mal was zum Zeigen. Ich glaube, ich konnte euch ganz gut vermitteln, die Sachen, die ich umgebaut habe, die wir jetzt laufen, die Mechaniken. Und ich danke fürs Dabeisein. Und wir sehen uns einfach dann im nächsten Wochenupdate. Bis dann, Servus!